Hallo zusammen, schönen guten Abend. Wir haben den 7. Juli. Es ist 17.43 Uhr, wenn ich diesen Clip hier anfange. Vor euch liegt der DAX, klar, der kommt immer Mittwochabend. Ich habe es mal grafisch ein bisschen anders aufgearbeitet. Das ist der lange Trend, den ihr kennt seit 8. Februar. Und das hier ist diese mühsame Seitwärtsphase, die wir jetzt schon haben seit Mitte Mai. Die äußeren Punkte, 15.314. Der obere Punkt, gleichbedeutend mit dem All-Time-High, das war hier am 14.06. Bei 15.808. Und jetzt habe ich hier zwischen noch einen schraffierten Kasten reingemacht. Wir befinden uns, nach meiner Meinung, seit dem 18.06. in Innenstäben. Das ist ein Außenstab. Hier habe ich also auch Docht und Lunte mit dazugenommen, so macht man das. Und da befinden wir uns drinnen. Das habe ich vorhin im Chat das auch diskutiert. Was ist denn richtig, wenn man den Eimer kurz verlässt, Intraday, das ist ja der Tageschart hier, oder wenn man zum Schlusskurs warten muss? Ich tendiere zum Letzteren. Das ist zwar hier ein Bruch, ganz klar, aber wir haben drin geschlossen. Auch hier Bruch, aber wir haben drin geschlossen. Man sollte, finde ich, die Zeiteinheit, die man betrachtet, dann auch wirklich die Kerze bis zum Ende reifen lassen, nennen wir es mal so. Wir sind in diesem Kasten drinne und das ist bei mir die 15.741 und es ist hier die 15.424. Das sind für mich die Punkte, die wichtig sind mit Schlusskurs auf den Tag. Von der Tagestechnik gibt es hier nichts zu sagen, hier völlig neutral, nach wie vor kein sinnvolles, griffiges Signal. Gehen wir auf die 4 Stunden. Die sehen insgesamt ein bisschen besser aus. Das hat sich hier nochmal richtig schön hochgerettet. Wir haben jetzt hier einen, nennen wir es mal, Mehrfachboden bei 14.450. Ja, einmal, zweimal, dreimal. Das sieht soweit ganz gut aus. Und ja, der Markt hat die Chance, diese 15.740 rauszunehmen. Die hat er. Schlusskurs war, glaube ich, 15.692. Wir sind jetzt schon wieder ein bisschen höher. Viel ist es nicht, aber er hat ganz klar, er hat die Chance. Hier gilt es zwar als leicht überkauft, aber nirgendwo ein Schwächesignal. Hier ist auch alles positiv. Lang, kurz, 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 alles gut. Also von 4 Stunden her muss ich ihn mögen. Gehen wir nochmal auf die 1 Stunde. Denn da nochmal ein bisschen zu sehen. Ich mache das mal ein bisschen näher ran. So. Auch die letzte Kerze ist eine schöne, wuchtige, weiße. Bei mir sind die ja weiße und nicht grün. Weiße Kerze. Das muss mir eigentlich ganz gut gefallen. Die Bänder gehen etwas auf, nicht gravierend, aber sie gehen etwas auf. Ja, auch hier wieder, wobei ich bei Stunde nicht so drauf schaue, Markt geht runter, oberes Band knickt ein. Erstmal Ende Gelände. Dieser Impuls ist fertig. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der Freund hier macht. Auch hier gilt er über den Oszillator als überkauft, aber ohne Verkaufssignal. Hier ist es noch leicht positiv. Also grundsätzlich, sage ich mal, hat er die Chance, in den nächsten 2 Tagen endlich mal diese 13-tägigen Innenstäbe zu verlassen. Ich orientiere mich an diesen beiden Punkten mit den Scheinen, die ich habe, an der äußeren Range, gehen wir mal, damit man es deutlicher sieht, auf den Tag zurück. Hier. So, ich glaube, da sieht man es gut genug. Das sind jetzt die äußeren Punkte. Das heißt, bei einem Call, der dann ins Spiel kommt, wenn wir das hier rausnehmen mit Schlusskurs, oder noch schöner, hier das All-Time herausnehmen mit Schlusskurs, kommt dieser Schein hier ins Spiel. Das ist ein 15.240er. Das ist ein Open-End-Schein, momentan mit dem Hebel von 38. Da liegen wir also hier drunter. Da hat man immer noch, wenn wir das hier brechen, genügend Zeit, den zu stoppen. 15.240, der hat die Kennnummer GH6FEQ. Gustav Heinrich 6 Friedrich Emil Quasselstrippe. Ich gucke mal, was ich beim 38er Hebel rauskriege. Und das geht auch. Da liege ich hier drüber bei 16.000, da liege ich sogar hier hoch. Da könnte ich sogar noch näher dran gehen, aber die Idee ist, in dem Moment, in dem wir das hier unten brechen, erstes Warnsignal hier über den 13-Tage, über die 13-Tage-Box, absolutes Warnsignal. Wenn wir die hier brechen, käme der zum Tragen. Das ist ein 16.063er, auch ein Open-End-Schein. Momentan auch mit dem Hebel von 38 und das ist die GH3UHF. Das ist auch hier, sollte man den zu früh kaufen, da geht gegen einen, kann man den auch relativ gemütlich stoppen lassen, der hat genügend Abstand. Das ist also nicht so ein extrem heißes Teil, auch wenn es sich
anfangs so anhört. Also, ich baue jetzt drauf, dass diese Box hier irgendwann jetzt mal verlassen wird und idealerweise die beiden äußeren horizontalen Linien auch. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.